Wie komme ich jetzt in diese Scheiße, wo ich meine Fähigkeit einstellen kann? Catalyst Control Center gibt's nicht mehr. Das gibt's aber, dann lass das runter. Ich habe nur Radeon-Einstellung. Das heißt nicht mehr Catalyst Control Center. Ich habe deine alte Karte, deine alten Karten, weißt du? Ja, da habe ich es nur mit diesem Catalyst Center gemacht. Ich habe hier Radeon-Einstellung und es gibt kein Catalyst Center mehr. Normalerweise bin ich unter Anzeige in rechts oben mehr gegangen und dann bin ich da in diesen Menü gekommen. So, also Advanced Creature Control 1 soll ich mir jetzt kaufen. Genau, zweimal. Zweimal. Okay. So, hab's gekauft. Ich gehe jetzt raus aus Zindrim dann und trade ich durch. Toni, oder? Oder soll ich nach Blitzer 3? Nö, wir sind ja. Lass das mal noch einloggen. Dann kommen wir dir entgegen. Perfekt. Sag doch mal, Hackel, wie findest du die neue Waffe? Die ist geil. Einfach geil. Das wollte ich hören. Aber ich werde mir heute noch eine die gleiche machen, statt Stahl aus Ormium. Alpha Ormium. Instant Kill. 150 Mount wahrscheinlich. 200. Also, wenn die wirklich instant dismounted, haben sie es ja eigentlich richtig gemacht. Das heißt, du brauchst Stonewood Handle, schwer zu bekommen, schwer hoch zu skillen. Ogmium Head, schwer zu bekommen, schwer hoch zu skillen. Dann vielleicht noch Perfect Weapon Hilt oder normalen Blunt Damage drauf. Also für die Waffe, die du da bei dir trägst, ist dann mal so 300. Knapp über 600 Gold wert. Das glaube ich. Also da haben sie es ja eigentlich richtig gemacht. Dass du dir solche Mühe geben musst, um wirklich solche Ergebnisse zu bekommen. So, ihr könnt schon mal einloggen. Ich warte nur noch auf Hack. Ah, Hackel den neuen Hundling, hä? Was ist denn eigentlich mit dem Hackelschorsch? Das Hackel so, was soll mit dem sein? Ich wollte gerade sagen. Ne? Ja. Could not connect to the login server. Ja, muss kurz. Ja. Kenne ich doch schon. Ich muss es nochmal sagen, Hackel. Wie findest du die neue Akt? Ist einfach geil. Hab ich ja noch gesaut auch noch. Okay. Wie gesagt, ich baue mir eine aus Ogmium und dann müsst ihr, auch wenn das Gelb da ist, einfach nur noch den Scheißer finishen, der auf dem scheißverdammten Boden liegt. Jupp. Das muss ich noch üben, weil Leute, die auf dem Boden liegen, die treffe ich immer nicht. Da stelle ich mich an, ja. Trottel. Ja. Aber ganz normal, wenn er auf dem Boden liegt, ne, du denkst immer, oh, du triffst den nicht, aber du triffst ihn. Einfach die Waffe runterhalten. Ja. Oh, jetzt. Heretic da. Wie lange brauchen wir noch, Hacke? Wohin? Zur Arena oder? Also, noch, nach Tindrim? Nein, eigentlich bist du eingeloggt, das frage ich. 5 Sekunden. Okay. Ich hab bald einen Charakter in Skiff. Kommst du da hin? Charakter in Skiff, Charaktere in RPG.
Hat nur noch gefehlt, dass der Mo sagt, verdammt Scheiße doch mal, was ist hier los? Hä, wieso? Verdammt Scheiße doch mal, ich was hab... ist hier los? Ja, ich werde ins GIF invited. Verdammte Scheiße, was ist hier los? Nein, der Heretik invited einen Charakter für mich, damit ich das Tor aufmachen kann und nach Galkor rein kann, weil Dreadlords Galkor geschlossen haben. Toll, solche Pfeifen. So, ich bin jetzt raus aus dem Rim. Ja, wir reiten auch gerade raus. Jo. Was hat geil, Hackel? Ab durchs Tor, ist gezogen, schöne Stahlarmor. Da muss das gut sein. Ja. Oh, ich dachte mir gerade schon, da kommt der erste. Blöde Buster. Ich auch, vorhin, als wir über Meduli zurück hoch zum Rottenkeep sind, habe ich an diesem Hang, wo du hochgehen kannst zum Rottenkeep, ja, ne? Weil das so ein Winkel war, in weiter Entfernung war das, waren da Vögel und ich dachte, die wären auf dem Hang und das wären Spieler, deswegen bin ich da vorne hochgeritten. So. Aber die waren meilenweit dahinter und die hatten den Winkel, als würde es aussehen, würden die gerade auf dem Hang sein. Sind bei der Arena. Ja, ich bin auch bei der Arena. Dann lass gleich reinreiten, nicht dass uns hier einer überrascht. Ich überrasche euch. Nee, hör auf, der ist mit Wanted down. Der keinen Schaden bekommen hat, ey. Komm, Hackel, komm rein, Hackel, wir reiten gleich weiter. Zieh dir doch mal eine Hose an! Ja. Dann kann ich nicht reiten, Alter, schau jetzt her. Tada! Ja, gib mir das Buch. Aber das hast Toni beide gegeben. Jetzt muss ich die Hose wieder ausziehen. So, einlesen. Oh, you start reading. You earned a new skill. The Hope Reader. Na, kannst nicht aufsteigen, oder was? So ein Scheiß. Nee, kannst nicht aufsteigen. Dismount ich gleich hier. Komm her. Alter, ein paar aufs Maul, Junge. Jetzt dann gleich wir beide low. Kommt ein Rotten Sir. Willkommen zurück von Skillfan. Ach, dauert ja nur 3 Tage. Nö, dauert eine Stunde maximal. Ja, ich brech's ab, wenn ich 62 Punkte brech ich's ab. Mhm. Ist doch nur mal sicher gehen, ja? Ja. Hackel, schreib dem Marcel mal, der soll sich nicht aufführen wie ein kleines Mädchen und zurück aufs TS kommen. Der fühlt sich aber auf wie ein kleines Mädchen, ich glaube, der kommt nie wieder. Nee, nee, der kommt nicht mehr. So, was ist denn mit denen? Ich habe mir schon überlegt, vielleicht frage ich ihn, ob er mir das Keep gibt, aber was soll ich damit? Ist egal, wir können es ja verkaufen. Ja, natürlich. Oh. Ja, besser als dass es da verrotten lässt. Ja, es verrottet ja schon. So, ich bin mal kurz auf Cupping gerichtet, weil keiner von uns in seiner Gilde ist und keiner kann es zahlen. Ist eigentlich schon ganz schick, weißt du, sowieso. Craften, Armorcrafting Bank und dann. Aber eigentlich ist der Aufwand mir zu groß, aber verkaufen kann man es immer noch. Ja, und dann kommt der. Und den. Halt das und den Erlös, den könnte man ja ins WZ-Keep stecken. Er soll einfach zurückkommen, Mann. Kann er nicht sein, Mann. Unterbricht mich 7 Mal. Und wenn ich sage, er soll nur die Schnauze halten, regt er sich auch noch auf, Mann. Ja, mein Gott. Kann halt nicht jeder mit jedem. Doch, wir können eigentlich gut, nur er muss mal wissen, wo sein Platz ist, Mensch. Ja, mal, hilft halt nix. Ja, was ist das? Guck mal, wie lange stehen wir hier zusammen? Seit je und je. Wie viel Schwastis sind hier in diese Gilde gekommen? Ja, die meinten, die könnten hier einen Dicken machen und haben so viel kaputt gemacht. Ich sag nur Bernfried mit seiner Aktion. Ich sage, reitet nicht ins WZ-Lieb rein. Eine Woche später wurden wir gesieged. Und. Oder irgendwelche Spastis, die mir erzählen wollen, wie viele Bandagen ich zu kaufen habe, um die Gilde zu versorgen und sich da hey. Das war das Allerbeste. das geht nicht mehr. Ich lass mir hier sowas. Ich bin ja normalerweise ein freundlicher Mensch, oder nicht? Ist es ja nicht so, ne? Aber ja, irgendwann
platzt mir einfach der Kragen, wenn ich so eine Scheiße höre. Wenn ich Scheiße hören will, dann höre ich meinem Chef zu, wenn er mir sagt, was ich tun soll. Oder wie ich es tun soll. Echt. Da ist doch wohl, ey, da musst du mal reinziehen, ey. Kaufst da 5000 oder 50.000 Bandagen ein, weil wir unten nichts haben, ey. Du wirst da angepisst von den Leuten, was mir einfällt. Stehst hier am Tag, wenn du arbeitslos bist, stehst am Tag hier 14 Stunden rum und craftest Rüstung und Waffen für die Leute, dass wir was haben. Können mich schon wieder aufregen, ey. Lass das ja, mal. Jetzt lass gut sein, ist keiner mehr da von den Opfern. Aber wenn du 14 Stunden arbeitslos warst zu der Zeit, was du eigentlich nicht warst. Ich war früher, als es ein WZ gab, war ich arbeitslos und dann stand ich im scheißverdammten Kiepmann. 14 Stunden online am Tag und das für anderthalb Jahre. Na gut, das war ja deine freie Entscheidung. Ja, hat mir auch Spaß gemacht, ne? Aber es hat keiner gesehen. Oder der Beste war ja, wie hieß der dieser noch, Mensch? Ich komme nicht mehr auf den Namen. Er fragt mich, kannst du mir eine Waffe craften, ne? Ich mache ihm eine... Ich komme mir schon blöde vor, wenn ich sage, ich mache ihm eine Breer-Axt aus Kuprum. Und vor 5 Jahren war eine Breer-Axt aus Kuprum gut. Und dann bin ich offline und höre nur am nächsten Tag oder nächsten zweiten Tag, er hat sich aufgeregt, was ich für ein Arschloch bin und ihm kein Stahl crafte. Von meinen Materialien. Und er braucht es noch nicht mal bezahlen. Und ich bin ein Arschloch, warum ich ihm keinen Stahl gebe. Und er war ein verkackter Noob, der nichts drauf hat. Ja. Muss jetzt sagen, ach, das war ein Bock. Toni, was seid ihr da? Wir sind in... Wenn nichts dazwischen kommt, in 3 Minuten da. Okay, weil ich muss essen gehen, aber ich warte jetzt noch, bis ihr da seid, dann lese ich das Buch und dann logge ich mich aus. Ja. Ja. Warte, komm gleich wieder. Oh, wie hieß denn dieser Idiot, Mensch? Ich weiß auch nicht mehr. Das war nicht Haldor, das war, wie heißt er denn? Dogma, irgendwas mit D war das, oder? Nee. Hieß er nicht Dogma? Damien! Nee. Damien, genau. Die waren zu dritt unterwegs noch, alte Spieler hier. Von anderen Channel, die waren zu dritt vor Fahrbahn um, ne? Und der Combat Leader in dem Combat hat er gesagt, Damien soll doch mal bitte an dieser kleinen Holzbrücke warten und da ein bisschen beobachten und machen und tun, ne? Und irgendwann hat er gesagt, mit zu blöde, hat sich verpisst oder sonstiges, ne? Und die sind zu mir im hohen Channel gekommen und haben gesagt, ey, schmeiß den Typen raus oder wir gehen. Dann musste ich ihm das natürlich sagen und seitdem ist er pissig auf mich. Ja, ich wäre ein arrogantes Arschloch und was mir denn einfällt oder was weiß ich noch alles, ne? Tja. Aber ich muss mich, glaube ich, hier nicht rechtfertigen. Wo ist es dann? Der Einzige, der bis jetzt noch am längsten. Also der Einzige, der bis jetzt noch am längsten, glaube ich, durchgehalten hat, von allen, die bisher so kurzweilig da waren, oder von den. Das ist eigentlich der Michael, ne? Was? Naja, gut, viele kommen auch wieder, ne? Ja, gut, aber das ist halt so, ja. Ja, kann ich mich einloggen? Skype ist. Nein, noch nicht. Skype ist ja auch noch da. Ja, das ist ja auch kein kurzzeitiger Spieler. Ja, das stimmt, ja. Ja, gut, das sind aber immer die alle unter einem Jahr meistens dann wieder weg sind. Das ist so schade immer. Eigentlich bleibt immer nur der Chor. Der Chor bleibt immer hier. Ja, der Heinrich geht halt ab. Der hat auch immer dazu gehört. Ja, ist doch egal. Der ist schon weg. Na gut, Heimbach hat jetzt Tobi und das sein Moped, ne? Na, der fährt damit die ganze Zeit. Was? Ja. Der hört damit gar nicht mehr auf. Wenn du auf seine Facebook-Seite guckst, jeden zweiten Tag kommt irgendwie ein Bild. Ah, ich bin gerade da. Oh, da bin ich gefahren und da bin ich auch gefahren. So ein Lappen. Keiner zockt mehr, ja, so richtig hier. Er macht das schon richtig oder nicht, Mann? Er hat sich eine geile Maschine geholt, ist aus unterwegs, Mann. Du bist eigentlich so okay, Mensch. Hey, ich hab also hier auch eine geile Maschine stehen, ja? Das ist ein Rechner oder was? Damit bist du Hackler auf ganz anderen Dimensionen unterwegs. Jetzt kauft er sich noch einen 4K-Bildschirm und dann, ja, ne? Ja, der hat auch. Der Hackel geht auch schon ab mit seiner Maschine.
Ja, da läuft schon was. Ich war so früher noch mit seinem scheiß Dual-Core und ich kann nicht spielen. Toni, der muss ich extra noch einen Kackrechner schicken. Kann ich mich jetzt einloggen? Aber noch nicht. Wenn ich also überlege, den Rechner, den du mir damals geschickt hast, mit der GTS 260 und alles, der war noch besser als mein Laptop. Das war echt übel. Ja, den kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Ach, der geht noch, den kannst du noch nehmen. Wo bist du denn ausgeloggt, Micha? Da unten an dem Stein, ich weiß schon. Nein, kannst dich einloggen. Okay. Oh Mann, hey, ich hab den PC sogar noch. Mit der GTX und mit dem Q8300. Der läuft noch? Der läuft noch, ja. Ist zwar gerade nicht aktiv, aber er würde laufen. Ja. Das Geile ist, ich kann jetzt wieder Sachen mitnehmen. Unser Chef hat die Firma. Ist das der Bär? Nee, noch ein Stück links. Denke ich mir doch. Hast du nicht gerade gesagt, du weißt wo? Ich weiß wo am Berg, aber ich weiß nicht welcher Berg. Ah ja, genau. Sieht schon besser aus, ja. So, ich bin da. Also wenn der noch läuft, du brauchst den nicht stehen. Dann kannst du den eigentlich weiter verschicken an den nächsten, den brauchen könnte. Der war eigentlich mal geplant für meinen Dad, aber der hat jetzt irgendeinen anderen Schrottreifen-PC bekommen. Ja, dann gib ihm den. Ich habe noch einen da. Aber der braucht Aufrüsten. Der braucht ein neues Netzteil. Und dann könnte ich da die R992 reinbauen. Ich habe ja ein externes Netzteil und meine Grafikkarte. Ja, ich habe ja ein externes Netzteil, um meine Grafikkarten zu befeuern, ne? Ja. Also da hängen nur die beiden 6-poligen bzw. 8-poligen Stecker dran, ne? An den Grafikkarten. Und das Netzteil liegt außen auf dem Boden, hinterm Schreibtisch. Gestern ist mir ein Bier umgefallen und es lief hinten runter und auf einmal ist mein PC ausgegangen, weil die ganze Suppe in das Netzteil geflossen ist. Ich denke, was ist denn hier los, ey? Ach, scheiße. Und weißt du warum? Weil meine Frau das Bier zu lange im Gefrierfach hatte, es ist nicht rausgenommen hatte, ich stand auf dem Schreibtisch, ich mach's so auf, mach irgendwas anderes. Und so, wenn's gefroren. Später wieder, ciao. Ja, ciao. Wenn's gefroren ist, ne, dann schießt es natürlich, also quillt es natürlich oben raus die ganze Zeit und ich hab's nicht mitgekriegt und irgendwann ging der Lüfter. Fuck. Ja. Ja, ich hätte jetzt 61 Points, also könntest mir theoretisch mal mich als Pet traden. Hast du jetzt schon? Ja. Ja, ich habe jetzt 3 Punkte, also 4 Punkte, 3 Punkte gelesen, so. Der vierte ist ja zusätzlich. Jetzt habe ich 61 Pet Points. Okay. Man könnte theoretisch auch mal, man braucht ja auch den. Und damit es weniger Petpoints braucht, da braucht man den Lore Skill da irgendwas, war doch da. Nee, das reicht ja beim Mount, ne? Nee, ich meine nur, weißt du, nur anlesen. Zoologie ist ja eh ein sekundärer. Dann halt. Ach stimmt, normal. Wenn du da. Naja gut, das Problem ist bei deinem Mounted, du hast nicht viele Bonuspoints, weil du nur einen oder so hast. Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe nur einen Bonus. Bring's dann auch wieder nicht. Ich kenne bis am Ende was, wenn du irgendwie ein 125er Arctic Lucator hast oder Hunter Lucator hast und es reicht nicht mit deinen Creature Control Points, weil dir ein Punkt fehlt und dann musst du dieses Lore anlesen, um diesen Punkt noch zu kriegen. Das könnte ich mir bei dem Spiel echt vorstellen. Ja. Sag mir dann, wenn ich hochreiten kann. Logger ein. RPK hat jetzt in ihrem Keep-Radius mit den Wellen, hat es innen drin nochmal eine Arena aufgebaut. Also mit Woodbots. Unfertig aufgebaut. Ein Kreis, ein Ring, wo sie drin trainieren und PvP-Kämpfe machen. Geil. Ja, die haben schon Geld. Soll ich die Rüstung und die Bags runter tun? Dann musst du. Muss ich, okay.
Ey, ohne Scheiß, das mag zwar keiner glauben, ne? Aber RPK, das ist eine ganz normale Gilde, die ihr Spiel spielt. Das ist, ja, natürlich. Also was du hier früher gehört hast, oh scheiße, RPK hier gesiegt, da kaputt gemacht, alle regen sich auf. Das ist eine ganz normale Gilde. Mit ganz normalen, ja, super netten alles ein Teil Leuten. Vom Spiel. Ganz normale Leute. Das sind echt ganz normale Leute. So wie die sich im Forum benehmen, sind sie eher Trolls. Ja, du bist Spetsnaz. Also du bist eigentlich mit der größte Troll im Forum, echt? Echt? Oh geil. Ja. Meinst du? Nee, ist so. Weil du dich die ganze Zeit nur aufregst und eigentlich auch ein bisschen beleidigend bist die ganze Zeit. Ja, natürlich. Troll ist das nicht, aber du hast eine komische Art an dir, möchte ich mal sagen. Das ist. Also in Teams nicht, ne? Aber wenn du. Vielleicht kommt das durch den Englischen, wenn man das liest. So rüber, ne? Ach so. Also man kann sich natürlich nicht so fein ausdrücken, wie man es im Deutschen tun kann, wenn man miteinander redet. Aber wenn du das sagst, was du hier, es geht mir jetzt schon auf den Sack, wenn du hier im Teamspeak was sagst. Dankeschön. Wenn du das nochmal in Englisch, wenn du das nochmal im Englischen, ne, in einem Forum schreibst, ne, dann kommt das nochmal ein bisschen, mir fehlen die Worte, aber nicht so rüber, wie du es eigentlich meinst. Ach so. Weißt du? Ja, weil dein Englisch halt so, also wenn, scheiße ist, Mo. Ach so, ja. So scheiße, echt? Wenn hier, wenn, das klingt ziemlich hart, wenn du das sagst, obwohl du es gar nicht so meinst, weil wir kennen dich ja. Deswegen sagt er, oh, weiß nicht, wer war denn das? Hendrik oder so, ne? Da hast du einen Post kommentiert oder so, und dann sagt er, und schon wieder beleidigst du meine Freunde, weißt du? Eigentlich, ich weiß nicht, ob das, ist garantiert nicht deine Absicht, seine Freunde zu beleidigen. Nee, ich hab halt nur geschrieben. Du willst sie kritisieren, ne? Ja, ja. Ja, genau, ja. Genau. Das, weil das genau wegen dem Henrik war das Problem bei dem Herius. Weil der Henrik da hat sich jemand beschwert über den Discord, dass der Discord ein korruptes Arschloch ist. Und so, und dass er halt immer genau nicht, also zum Beispiel andere Games geben dir halt was oder so. Zum Beispiel, wenn ich eine Petition mache, ja, und ich stacke und ich krieg den Discord, der holt mich da nicht raus. Er sagt zu mir, bring dich um. Oder du kommst ja nicht raus. Aber bei jedem anderen holt er halt raus. Und deswegen kotzt mich das halt an. Und der Herius, der geht, ja. Aber jedes Mal, wenn ich ihn im Forum anschreibe, so, ja, der Typ, der trollt, das ist mein Thread und ich will, dass er nicht da seine Scheiße reinschreibt und da rumtrollt, sagt der Herius so, ja, nee, kann ich nicht machen. Aber bei anderen Leuten löscht das halt auch. Und deswegen habe ich mich halt einfach aufgeregt. Weil ich das halt einfach nicht einsehe, warum ich beim Discord immer total benachteiligt werde. Das habe ich auch so sogar noch reingeschrieben. Und ich kotze das halt schon an, weil ich kann den Support immer nicht rufen, weil wenn mein Pad irgendwo stuckt, dann sagt der Discord halt so, ja, Pech gehabt. Das ist halt echt Arschloch-like. Ich weiß nicht, was der mal gegen mich hat, aber ich habe ihn natürlich auch, ich glaube, das liegt schon etwas weiter zurück. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt alles angefangen hat, aber keine Ahnung. Genauso wie Rias, ne? Ne, Rias, was sagt? Rias ist sich nur im Aufregen. So, verdammte Scheiße nochmal! Warum ist denn das so und so? Ist das ein Wichser? So redet der die ganze Zeit, aber in einem normalen Ton. Und ich frag mich, Mensch, kann er auch noch irgendwie anders reden oder so, ne? ist doch so, ne? Wenn Rias irgendwas sagt, ah, verdammte Scheiße und immer eine verdammte Scheiße und es ist eigentlich immer nur verdammte Scheiße, weißt du? Ja gut, das Spiel lässt auch nicht viel übrig, dich nicht über irgendwas aufzuregen. Das Aufregen ist quasi schon mit einprogrammiert. Nee, aber ich schau im Forum halt, also ich weiß nicht, welche Posts du auf Englisch mal anguckst, aber eigentlich sind die doch eigentlich recht verständlich, meiner Meinung nach. Verständlich sind sie, ne, aber manchmal, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir, ne? Also manchmal hören sich immer ziemlich hart an, ne, aber es liegt nur daran, dass du dich halt nicht so fein ausdrücken kannst, weißt du?
Beim Deutschen, wir haben viel mehr. Wir haben irgendeine Sache, haben wir fünf, sechs Beschreibungen. Wo hingegen im Englischen gibt es nur eine Beschreibung für sechs Sachen. Und wir haben es andersrum. Sechs Beschreibungen für eine Sache. Zum Beispiel irgendwie se. Na? Also der, die, das, das ist alles THE, na? Und im Deutschen haben wir halt, im Englischen haben sie halt sehr für fünf verschiedene Sachen und im Deutschen haben wir halt fünf verschiedene Sachen, um das zu beschreiben, um was Verschiedenes zu beschreiben, weißt du? Der, die, das, ja, dann, verstehe schon. Wenn und so weiter, ne? Das ist das Ding. Das hast du halt im Englischen nicht und du bist ein Deutscher und denkst natürlich auch wie ein Deutscher und willst schreiben, aber das kommt bei mir auch dann immer ganz komisch rüber manchmal. Da fehlen uns einfach nur die, wie soll ich sagen, die Beiwörter, um das Ganze wieder ins richtige Lot zu bringen. So, ja, weil ich tue meine Argumente halt immer mit Behauptung, Begründung, Beispiel, ganz normale Argumentation halt machen. Dann schmücke ich es noch ein bisschen aus mit noch ein bisschen mehr Begründung mit rein. Und eigentlich habe ich immer so das Gefühl, das passt eigentlich so, weil mal jeder versteht, was gemeint ist. Und ich argumentiere oft im Forum immer mit Fakten oder mit Sachen, die ich halt zu 100% weiß. Wenn man gerade vom Rias spricht, weißt du? Rias, bist du im Keep? Irgendwo schon sicher hier ausgelöst oder keine Ahnung, weiß nicht wieso. Kannst du mal einloggen, kannst du mich mal reinlassen? Ich muss zum Pet Relic. Ich hab aus Versehen meinen Molva stehen lassen und die haben mich rausgepumpt und mich disrankt, weil ich AFK war. Aber Akku ist offline und Sech antwortet auch nicht, weil er offline ist, also AFK ist. Du wurdest disgerankt, weil du AFK mit Molva warst, oder wie? Ich hatte einen Molva dazu stehen gehabt und ein Scheiß war hier los und ich musste AFK gehen in der Wohnung und weiß nicht, ich stand da oder ich bin eingeschlafen oder sonstiges, ne? Auf jeden Fall habe ich nicht mehr die Recht, Tore zu öffnen. Das hat mir Max so heute auch gesagt. Das ist ja richtig so, ne? Sollte schon drauf achten. Also hätte ich meine. Wo ich rumstehe, weil ich bin nicht sicher, ich im Keep bin. Na, wäre ganz gut, weil dann kriegt er sein 125er Pferd. Wir haben eine neue Dismount-Eck ausgefunden, Hackel. Aus Stahl. Warum sagst du das mal Hackel? Ach. Was denn für eine? Hatten sie nicht. Was war das? Colored Great Eggs mit Stonewood Handle. Ah, und wer hat es rausgefunden? Ich, vor 1,5 Jahren und ich hab's euch allen schon gesagt. Nein. Du hast gesagt, Colored Great Eggs macht mehr Schaden, ne? Aber durch das Craft mit Maxtor, weil Maxtor spezielle Waffen haben wollte, bin ich drauf gekommen, einfach mal bei Stahl Stonewood mit in den Händel zu packen, komplett. Dann haben wir es im Keep ausbiert und es dismounted immer. Wenn du den Kopf triffst vom Pferd. Ja, gut. Also Hackels erster Hit war 72. Ich bin nicht im Keep, ich bin bei Bugsy. Bis bei Bugsy. Ja, dann lauf los. Nein. Ja, ich wollte eh deine 100 Gold. Der war gut, ne? Der war gut. Hä? Komm schon, nee, ich bin gut, ne? Der war schlecht, weil ich es ja schon an dich COD't habe, wäre Dari, weißt du? Ey, ohne Scheiß, ich bin eine Woche lang jeden Tag ein bis anderthalb Mal gestorben mit Blutrabe, weil ich auf dem Weg nach Wada war, um das